MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wir sind nochmal auf der Karte Blankwitz und fahren die Linie 28 von der Standseilbahn zum S-Bahnhof Blankwitz. Noch einmal mit dem Hülis-Bus GX137. Denn es gab ein Update auf die Version 1.0 und da hat sich ein bisschen was getan. Das werde ich euch ganz schnell einmal vorlesen. Also... Der GX137L dreitürig in der Void-Variante wurde hinzugefügt. Die Pfade vom GX137L zweitürig wurden korrigiert. Die Frontspiegel wurden korrigiert. Die Z-Vars beim PDO-Repaint für die 18-Meter-Variante wurde korrigiert. Kollisionen wurden behoben. Die Reparaturfunktion wurde korrigiert. Schriftarten für das Bus-Infosystem wurden ersetzt. Zukunftssicher durch ADIC. Ich weiß nicht, was ADIC ist. Macht aber nichts. Also, wichtigster Punkt für mich, die Reparaturfunktion wurde korrigiert. Ich hoffe, wir müssen das nicht testen oder so. Ich glaube das. Das wird beim Iveco auch passieren. Wir sind über die Webdisk drauf gestoßen. Ich hatte Kontakt mit dem Entwicklerteam, beziehungsweise auch mit Halicon. Und habe den Fehler gemeldet, unter anderem natürlich diesen. Und der konnte erst nicht reproduziert werden. Als man dann aber drauf gekommen ist, okay, die Solo-Variante des Urban Way und die Solo-Variante des GX137 haben ein identisches Problem, da ist man dann drauf gestoßen, okay, dann muss es da irgendwo mit zusammenhängen. Hat wunderbar funktioniert. Vielleicht stoße ich irgendwo an und wir werden dann sehen, dass das Problem behoben ist. Ich glaube aber, wenn es in der Changelog steht, dann ist das so. Version 1.0, wie gesagt, einziges Problem, das ich immer noch habe, ist, dass ich hier immer noch keine Texturen ordentlich habe. Auch bitte nicht wundern, warum das hier so matschig aussieht. Das hat nichts mit dem Update zu tun. Ich habe mir aus der Webdisk das... Texturenpaket installiert. Die Texturen sind etwas schwammiger, nicht so hochauflösend. Dafür generiert das Fahrzeug aber mehr Performance. Performance, also mehr Performance. Ich finde aber ansonsten sind die Texturen immer noch scharf und das reicht völlig aus. Man muss da jetzt nicht so ultra nah dran gehen, sondern das, was man sehen will, sieht man. Und das, was weniger wichtig ist, ist dann auch in der Textur nicht so scharf. Wenn ihr das für den Urban Way installiert, installiert es bitte auch für den Hülis Bus und andersrum genauso. Also wenn ihr es nutzt, nutzt es bitte für beide Fahrzeuge. Ihr könntet ansonsten eventuell Texturprobleme bekommen. So, wir lassen die Leute mal rein. Genau. So, wir looken mal at the Fahrplan. Ja, das ruckelt jetzt, weil ich die Pause drin habe. 11.04 Uhr ist Abfahrt. Haben wir ja fast geschafft. Ja, guck an. Ich höre einen Bus. Oh, was steht denn da? Ich höre einen Citaro, der kommt wahrscheinlich gleich hier hin. Ey, guck mal. Da ist die Standseilbahn. Ja, so kann man das machen, ne? So. An der Beleuchtung ist auch ein bisschen korrigiert worden, schon in den, im Update davor. Ich finde es auf jeden Fall super, dass man jetzt das Problem mit der Reparaturfunktion gelöst hat.
War mir nämlich persönlich sehr wichtig. Ui, der hebt wieder ab. Ach ja, Blankwitz, die 28. Dann bleibt noch die 29. Hoffe, dass wir jetzt auf Blankwitz nicht mehr diese regelmäßigen Standbilder haben. Ein paar Ruckler hat man ja immer, das bleibt nicht aus. Ja, wir müssen da ja wenden, das kennen wir ja, da kommt ja die Haltestelle und dann genau, wird ja gewendet und dann fährt man ja entgegengesetzt der Standseilbahn nochmal. Mich wundert's, dass ich mit der 28 nicht angefangen habe. Aber gut. Blankwitz, Villa Praida. Nee, irgendwie nicht. Hey. Ja, diese Wendeschleife, die ist, weiß ich nicht. Hallo. Doch, Villa Braida, das stimmt. Villa Braida, war richtig. Hm. Ja, dann. Oh, jetzt hebt er aber ab. Boah, das Tempo ist nicht gesund. Wenn das die alte Strecke der Karte Blankwitz ist, dann wissen wir ja, was uns an Engstellen erwartet. Da freue ich mich irgendwie so, weiß ich nicht, drauf. Ah, hier kann man noch gut durchziehen. Wenn kein Gegenverkehr kommt, ist das hier richtig entspannt. Übrigens gab es auch für Orksi ein Mega-Update. Da ist einiges hinzugekommen. Schaut auf jeden Fall mal in den Changelog rein. Da hat sich einiges getan. Da hat sich so viel getan, das habe ich gar nicht alles im Kopf. Oh, jetzt brauche ich Hilfspfeile. Jetzt brauche ich Hilfspfeile. Haltestelle, Blankwitz, Rathaus, Steig 1.
Ja. Ah, wenden. Ach, schon wieder. Ja, steht ja auch hier. Der hat jetzt gewartet, dass ich wegfahre oder was? Haben Sie keine Heizung? Hallo. Halt die Gosch. Na, jetzt geht's Richtung Kirche. Ach ja. Das ist interessant. Der Hilfspfeil sagt links. Omni-Navigation sagt rechts. Blankwitz Warmbad. Warmbad ist aber auf jeden Fall. Ja, da hat Omni Navigation scheinbar ein geringfügiges Problem. Hier ist aber jetzt Kirche. Kirche kommt doch noch gar nicht. Was ist denn hier? Nee, Warmbad, Paradies, Schulstraße. Hätte ich doch andersrum fahren müssen, so wie Omni Navigation es gesagt hat. Das gucken wir uns jetzt an. Der Pfeil kann nicht stimmen. Schloss Sophienruhe. Es kommt nach Kirche. Was? Wir fahren einfach weiter. Ey, das stimmt doch jetzt hinten und vorne irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich folge Omni-Navigation jetzt und irgendwie den Pfeilen und keine Ahnung. Und laut Omni-Navigation muss ich jetzt links. Da darf ich gar nicht. Da darf ich doch gar nicht lang. Bin ich denn vorher irgendwo falsch abgewogen? Ah, ja, ich weiß es. Ich weiß es. Mach mal gerade die Kollisionen aus. Ach, ich hab gewaltig. Pass auf. Ich hab eine Wende gemacht, die ich hätte gar nicht machen müssen. Und ihr in den Kommentaren wisst das jetzt schon. Mach die Kollision gleich wieder an. So, an Steig 1 und dann hätte ich weiter geradeaus fahren müssen. So. Da Warmbund und Warmbad und sowas. So ist richtig. Tja, Kollision wieder rein. Ja, so schnell kann es gehen. Ihr werdet euch in den Kommentaren wahrscheinlich jetzt gerade schon aufgeregt haben. Ist der blöd? Warum macht der das? Wo will der hin? Wann merkt der es? Ja, ich hab's gemerkt. Jetzt, ne? Weil da war Einbahnstraße und da kam es mir dann schon komisch vor. Das ist ja lebensgefährlich. Wir möchten sofort aussteigen. Ja, schön. Boah. Schön auf die Leitplanke gesemmelt, ey. Wow. Ich sag ja. Da werden Erinnerungen wach.
Eieiei. Ja. So, jetzt können wir testen. Reparaturfunktion. Ich habe einmal die Kombi gedrückt. Und der Fehler ist behoben. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Finde ich klasse. Ja. Meine ich so. Finde ich wirklich toll. Dass das behoben wurde, finde ich super. Jetzt biegen wir hier nämlich rechts ab. Oi, oi, oi. Und biegen jetzt links ab Richtung Kirche. Ja, ja, ich weiß. Aber jetzt bin ich auf Kurs. Also man kann sich in Blankwitz durchaus verfahren. Aber jetzt passt es auch mit den Hilfspfeilen. Das war Blankwitz Kirche. So, wir fahren geradeaus. Ach. Sie fahren aber schlecht. Die Ansagen schalten natürlich nicht weiter. Boah. Wo haben Sie denn fahren gelernt? Ich würde ganz gerne jetzt aussteigen. Alter. Ah, oh, Blankwitz, ey. Ja, das sind so. Das ist so der Linienweg, den ich gar nicht mag. Das ist überhaupt nicht meins. Hier fahre ich mir alles kaputt, immer. Aber dadurch, dass die Reparatur jetzt funktionierte. Ja, ist das halb so schlimm. Jetzt kann ich mir den Bus auch auf anderen Karten sehr gut vorstellen. Also schlecht ist er ja nicht. Eine Kurzstrecke. Dankeschön. Ja, Verspätung dürften wir eh massig haben. Ah.
Na, wenn dir hier einer entgegenkommt, dann ist vorbei, ne? So, jetzt halten wir nämlich nochmal am Rathaus. Genau, und dann geht's links Richtung S-Bahnhof Blankwitz. Ich rumpel hier lang. Ah, jetzt hätte ich nämlich eigentlich da halten müssen. Naja, Steig 2. Und da hätte ich wenden müssen, eben wenn der nächste halt die Kirche gewesen wäre. Ist aber nicht. Gibt ja mehrere Kurse. Jetzt halten Sie mal an, lassen Sie mich raus. Das geht aber gar nicht. Da habe ich wohl ein Auto angeditscht. Hier wäre der kleine Hülis-Bus vielleicht besser gewesen. Guten Tag. Einen normalen Fahrschein, bitte. War die 28 nicht die, die früher auch zum Hafen gefahren ist? Ah ja. So. Ich glaube, ich muss auf die andere Seite, aber es macht nichts. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. So. Also A29, Blankwitz, Aussiedlerhöfe. Süderhook und Anleger. Ja, ja. Du bist korrekt. Ich weiß nicht, warum die Matrix blinkt. Macht aber nichts. Tut sich schon die ganze Zeit. In diesem Sinne,
Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Update. Viel Spaß mit der jetzt aktuellen Version vom Julis Buspaket. Mit korrigierter Reparaturfunktion. Endlich. In diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.